Ihr schwitzt Motoröl und blutet Acryllack. Unterbodenbeleuchtung sollte nach eurer Meinung nicht verboten, sondern bei jedem Auto Pflicht sein? Dann ist Super Street the Game euer Spiel. Zumindest auf dem Papier. Denn obwohl das Arcade-Rennspiel mit Tuning-Schwerpunkt mit dem gleichnamigen Magazin Super Street einen bekannten Partner im Rücken hat, ist es mit dem Titel von Team 6 wie mit einer Massenkarambolage. So schlimm, dass man nicht weiß, ob man hin- oder weggucken soll. Die Beschäftigung mit Tuning und Feinabstimmung für flotteres Fahrgefühl gehört bei den meisten Rennspielen schon länger zum Gesamtpaket. Meist wird die Jagd nach den besten Bauteilen allerdings eher stiefmütterlich behandelt. Titel wie Need for Speed Underground feiern zwar die Tuning-Kultur, sind für echte Koryphäen aber noch zu oberflächlich. Diese Lücke schließt Super Street the Game auf den ersten Blick ziemlich gut. Nachdem ihr euch zu Beginn des Spiels eine von 8 Schrottkarren ausgesucht habt, werdet ihr direkt in eine virtuelle Werkstatt gebeamt, in der über 500 Teile von namhaften Herstellern auf euch warten. Die Auswahl ist tatsächlich schon fast erschlagend. Vom Seitenspiegel bis zum Motor, vom Kotflügel bis zur Aufhängung lässt sich euer Auto beinahe komplett nach euren Wünschen selbst gestalten. Schade nur, dass abgesehen vom Motor alle neu gekauften Teile dieselbe Leistung bringen. Der schicke neue Heckstoßfänger erhöht also zwar die Haftung und Schaufaktor, gebt ihr allerdings mehr als doppelt so viel für ein vermeintlich besseres Modell aus, ändert sich lediglich die Optik. Warum also dennoch so viele Lizenzgebühren für die in der echten Welt existierenden Bauteile ausgegeben wurden, weiß wohl nur der Entwickler. Damit ihr genug Geld für die Upgrades zur Verfügung habt, schickt euch das Spiel durch 60 einzelne Rennen, die auf 11 Events aufgeteilt sind. Hier verdient ihr in Spielmodi wie Duell, Sprint oder Time Trial bare Münze für euer Supercar-Project und heimst zusätzlich Ansehen ein, mit dem ihr eure neuen Crewmitglieder und Events freischaltet. Die 8 unterschiedlichen Renntypen orientieren sich an klassischen Vorbildern. Im Joyride-Modus müsst ihr mit eurem Boliden möglichst viel Chaos anrichten, andere Autos rammen und Barrieren zerstören, um den Highscore zu knacken. Der Time-Trial-Modus lässt euch Jagd auf Checkpunkte und Bestzeiten machen, während Circuit euch gegen 5 andere Rennsemmeln in die Spur schickt. Hier wird wohl die größte Schwäche des Spiels deutlich, die absolut miserable Steuerung und die unfairen Vorteile der KI. Selbst ein voll aufgerüstetes Rennmonster ist immer noch langsamer als eure Gegner und das Driften mit Handbremse funktioniert so gut wie nie. Crashes sind damit vorprogrammiert, vor allem weil sich selbst der agilste Renner wie ein behäbiges Kreuzfahrtschiff steuert. Das sieht zwar dank des detaillierten Schadensmodells ganz gut aus, sorgt aber für fast dauerhaften Ärger. Auch optisch macht das Spiel mehr Frust als Lust. Die auf Hochglanz polierten Autos sehen zwar durchaus ansehnlich aus, aber die lediglich 5 Levels zwischen Industriegebiet, Wüste und Nationalpark wirken dröge und uninspiriert. Das hätte man vielleicht vor 5 Jahren noch akzeptieren können, in einer Zeit, in der liebevoll ausgearbeitete Open-World-Umgebungen auch in Rennspiel zum guten Ton gehören, ist das aber einfach nur daneben. Ebenso daneben ist das Frauenbild, das Entwicklerteam 6 vermittelt, denn obwohl eure 6 Crewmitglieder bestimmte Eigenschaften eures Boliden verbessern sollen, fallen sie eigentlich nur durch geschmacklose sexistische Klischees auf. Eure Sekretärin trägt ein bauchfreies Blüschen und einen ultrakurzen Minirock, eure Mechanikerin ein Crop-Top mit krassen Hotpants. In einer echten Werkstatt hättet ihr der Chefschrauberin für so ein Arbeitsoutfit schon längst die Ohren lang gezogen. Sowas muss 2018 einfach nicht sein. Selbst in so einer Macho-Nische wie dem Tuning-Sektor. Letztendlich wirkt Super Street the Game einfach nur billig. Und auch ein wenig hingeschludert. Viele der Designentscheidungen wie identische Attribute für jedes Bauteil oder die fest vorgegebene Tastenbelegung ergeben keinen Sinn. Und selbst die Einführung eines Splitscreen-Modus ist dann nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Für Tuning-Fans ist das Spiel zu oberflächlich, für Rennspielfreunde zu schwammig, für Gelegenheitsspieler zu unkomfortabel. Vom sexistischen Frauenbild auch ganz zu schweigen. Selbst wer sein virtuelles Ego auf Biegen und Brechen mit hunderten originalgetreuen Bauteilen aufpimpen möchte, sollte warten, bis das Spiel im nächsten Sale landet. Alle anderen sollten vor dem Frontalzusammenstoß eine Vollbremsung einlegen und lieber die Kurve zu hochwertigeren Titeln wie Forza Horizon oder Need for Speed Underground kratzen.